17 Millionen Dollar wollten die Entführer 1973 für John Paul Getty III., der Enkel des damals reichsten Milliardärs der Welt. Nach Inflation sind das heute 120 Millionen, was die haben wollten. Aber sein Opa sagte, ihr kriegt keinen Cent von mir, sonst werden hier alle meine Enkel entführt. Nachdem die Entführer aber das Ohr des Enkels sendeten und ihre Forderung auf 3 Millionen reduzierten, hat sein Opa endlich nachgegeben. Aber er hat nur 2,2 Millionen bezahlt, weil sein Steuerberater meinte, er könnte nicht mehr von der Steuer absetzen. Den Rest musste der Vater des Entführten als Kredit aufnehmen. Der Enkel kam zwar physisch okay nach Hause, aber mental für den Rest seines Lebens gezeichnet.